Hate Speech und Fake News, ein Wegweiser von der Julia Krüger. Ich soll auch noch sagen, aka auf deinem Twitter bist oder auf dem Twitter bist du Phänomen, @Phänomen. Das sollte ich noch dabei sagen. Und dann hast du mir einen langen Schachtelsatz aufgeschrieben, bei dem ich mich mindestens 3-mal verhaspeln werde. Hass, Hetze und Verschwörung in der digitalen Welt. Die Politik versucht analog per Gesetz Herrin der Lage zu werden. Nun richten Algorithmen über die Toxizität von Inhalten und zeigen die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz. Am Ende bleibt eine Frage. Was bleibt zu tun? Julia, bitte. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, es ist mir eine große Freude, eine große Ehre, heute hier zu sein und meine Gedanken mit euch teilen zu können. Ich muss sagen, ich habe mir eine ganze Menge Gedanken gemacht über Hate Speech, über Fake News, über dieses ganze digitale Babel, aber eben auch, was diese ganzen Entwicklungen eigentlich mit kybernetischen Systemen, mit Plattformen, mit künstlicher Intelligenz zu tun haben und was man eigentlich wissen muss, um jetzt richtig zu handeln. Und ich kann schon so viel sagen, dass unglaublich viele Menschen, Politiker, Medienschaffende dieses Wissen leider nicht haben, mit ziemlich gefährlichen Folgen. Aber bevor ich anfange, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung und Netzpolitik ungefähr so seit 10 Jahren. Das Ganze fing eigentlich hier auf der Fusion an und mit einer Abmahnung und unglaublich viel Geld, was ich an Rechtsanwälte von Sony zahlen musste. Ich war ziemlich wütend, das Ganze endete in einer Diplomarbeit über Netzsperren, also tatsächlich die Frage, ob und wenn ja, wie Inhalte im Netz zu regulieren sind, wie man das technisch sauber machen kann. Und ich kann es ganz kurz sagen, damals kam ich zu dem Schluss, man braucht präzise Normen und einen adäquaten Prozess. Heute sieht das Ganze ganz anders aus. Seitdem habe ich für ganz viele verschiedene Stakeholder gearbeitet, für die Wirtschaft, für die Wissenschaft, für die Zivilgesellschaft. Seit ganz kurzem arbeite ich für die SPD im Bundestag und beschäftige mich meistens halt mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Allerdings hat mich dieses Thema Content-Regulierung nie losgelassen. Und heute bin ich auch ganz froh, weil sich hier so Entwicklungen abzeichnen, die für ganz viele Bereiche relevant werden, aber die hier ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und diskutiert werden, und darüber möchte ich heute sprechen. Wo habe ich angefangen? Also als ich mich angefangen habe, mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, war irgendwie die allgemeine Devise, man kann Inhalte im Netz nicht ordentlich regulieren. Das Internet ist groß, ist breit, ist dezentral, unterliegt in den größten Teilen einer privaten Verfügungsgewalt. Und Netzsperren sind unglaublich ungenau, leicht zu umgehen. Sprich, es ist eine ganz schlechte Idee, das Internet zu regulieren. Und das Netz galt lange als Hort der Freiheit und der Demokratie. Mit dem Aufkommen der ganzen sozialen Netzwerke hat sich das ziemlich dolle geändert. Also Google, Facebook und Co. bringen halt einerseits, das ist ganz toll, eine gewisse Ordnung zurück ins Netz. Sie bringen eine Ordnung in die Vielfalt von Inhalten. Sie bieten eine Übersicht über die Menge an Informationen, aber sie machen halt das Internet auch komplett regulierbar. Das Problem ist halt, dass wir im Moment überhaupt gar nicht wissen, wonach Facebook und Co. Inhalte strukturieren. Wir wissen, okay, da spielen irgendwie persönliche Vorlieben und Likes irgendwie eine Rolle und irgendwie Daten und Algorithmen und immer künstliche Intelligenz werden irgendwie immer wichtiger. Aber die meisten Sachen sind halt komplett unklar, und im Gegensatz zum traditionellen Mediensystem haben wir halt keine Ausgewogenheit, keine Diversität, keine journalistischen Standards, sondern eher irgendwie US-amerikanisch geprägte Regulierung mit völlig unklaren Prämissen, Werten oder Normen. In diesem Kontext nun tauchten, so sagt man seit 2015, immer mehr hässliche Phänomene auf. Hate Speech, Fake News, Social Bots, dieses ganze Thema Informationskrieg. Man muss sagen, bis heute fehlen eigentlich für Deutschland komplett vergleichende Studien zu dem Thema. Man muss davon ausgehen, dass diese Inhalte, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer körperlichen Einschränkungen oder Religion angreifen, zugenommen haben. Und dass sie sehr strategisch zum Einsatz kommen, also dass sie zum Einschüchtern gebraucht werden, dass sie zur Rekrutierung gebraucht werden von Gleichgesinnten und auch zum Agenda-Setting. Dazu kam dann irgendwann dieses ganze Thema von Fake News auf, also diesen Lügengeschichten, die mit manipulierender Absicht im Netz verbreitet werden. Wahrscheinlich stehen wir hier gerade erst am Anfang, weil einfach die Techniken der Bild- und Videomanipulation gerade eine unglaublich rasante Entwicklung
nehmen. Letzte Woche berichtete Heise etwa darüber, dass das Verteidigungsministerium in den USA gerade einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, zu den besten Fakes und den besten Methoden, Fakes zu erkennen. Also das Thema wird gerade richtig heiß. Jedenfalls haben diese, das, ich erzähle euch jetzt nichts Neues, das ist das Intro, also jedenfalls haben diese ganzen Fake News und Hate Speech in sozialen Netzwerken eine unglaublich große Verbreitung gefunden. Klar ist, Menschen reagieren halt viel schneller auf emotionale, auf krasse Sachen. Rechtskonservative Akteure haben dieses ganze Medienbabel unglaublich strategisch über soziale Netzwerke verbreitet. Und das Ganze wurde extrem verstärkt durch die fehlende Transparenz der sozialen Netzwerke. Das Ganze hat irgendwie dann auch finally die Filterkammern oder die Echokammern der Politiker gesprengt. Dadurch hatten wir dieses unglaublich schlechte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dieses unglaublich schlechte Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet Plattformanbieter, strafbare Inhalte nach Nutzerinnenmeldungen in Eigenregie innerhalb von 1 bis 7 Tagen zu löschen. Ansonsten drohen halt hohe Bußgelder. Ich finde dieses Gesetz eine ganz, ganz große Katastrophe. Ich habe es mehrmals gelesen. Also ich habe es auch in seinen verschiedenen Varianten gelesen. Es umfasst halt so 23 Straftatbestände, die reichen von Volksverhetzung über die landesverräterische Fälschung. Das ist sowas wie Fake News aus Russland, die die äußere Sicherheit der Bundesrepublik bedroht. Bis hin so zur Bildung terroristischer Vereinigungen. Es sind unglaublich komplexe Straftatbestände, über die halt jetzt Facebook-Mitarbeiter in Sekunden entscheiden müssen. Und trotzdem irgendwie zahlreiche Akteure meinten, okay, das wird missbraucht, das System droht, dass viel mehr Content rausgenommen wird als notwendig. Gibt es halt bisher keine Rechte auf Widerspruch. Es gibt keine Verbesserung der Rechtsdurchsetzung, also der Bestrafung von strafbaren Hassinhalten. Und es gibt zwar irgendwie einen ganzen Katalog an Berichtspflichten, auf denen die ganzen Parteien gerade warten, aber die Berichtspflichten umfassen so ungefähr alles, außer die Frage, ob die gelöschten Inhalte eigentlich auch strafbar waren. Also dieses Gesetz ist wirklich eine riesige Katastrophe. Und ja, also der Gesetzgeber hat im Prinzip darauf verzichtet, sein Strafrecht nutzen zu können. Er hat im Prinzip darauf verzichtet, irgendeinen Überblick zu haben. Und hat Maßnahmen eingeführt, die, sage ich mal, im Zweifelsfall auch viel zu langsam sind, um dem Problem Herr zu werden. Denn ganz ehrlich, was irgendwie nach 24 Stunden noch im Netz ist, hat halt auch entweder alle Ziele erreicht, also Menschen eingeschüchtert oder bestimmte Themen auf die Agenda gesetzt, oder es ist halt auch einfach komplett irrelevant. Man könnte sagen, soweit so schlecht, aber im Schatten dieser ganzen Debatte um dieses verdammte Netz.dg haben halt alle großen Plattformen angefangen, automatisierte Filtersysteme zu entwickeln. Die meisten Sachen sind unklar, aber ich kann so ein bisschen erzählen, was gerade klar ist. Das Unternehmen Jigsaw, das gehört zu Alphabet, sprich zu Google, trainiert im Moment Algorithmen darauf, Harassment oder Hate Speech automatisiert zu erkennen. Also da werden Diskussionen zum Beispiel aus der Wikimedia oder auch von großen Journals, der New York Times zum Beispiel, genutzt, um Algorithmen darauf zu trainieren, zu erkennen, wann jemand eine Diskussion verlassen würde. Dazu werden sozusagen die Kommentare auf einer sogenannten Toxizitätsskala verortet. Also du bist keine nette Frau, könnte fiktiv so einen Wert von 8% erhalten, oder du bist eine scheiß Schlampe mit 5 Ausrufezeichen und ganz fiesen Smileys irgendwie so eine Toxizitätswert von 92%. Ich erkläre das nachher noch genauer, aber das ist relativ krass, weil sozusagen diese Toxizitätsfilter die ganze Debatte verschieben von den Ideen, die strafbar sind, zum Ausdruck. Also hässlicher Ausdruck würde da einfach rausgefiltert. Und was früher sozusagen von Richtern oder Politikern als strafbar empfunden wurde, das entscheiden dann sozusagen zunehmend so Nerds und Data Scientists. Google sagt selbst, es ist ein unglaublich spannendes Experiment mit halt komplett offenem Ergebnis. Ich finde es, ja, also auch sehr spannend. Twitter macht was ganz Ähnliches. Twitter entwickelt auch ganz viele automatisierte Verfahren gegen Hate Speech und Harassment. Die sind in Kooperation mit IBM Watson
Und die benutzen eine Mischung aus Sentimentanalyse und maschinellem Lernen, um Hate Speech zu erkennen. Sentimentanalyse ist sozusagen die automatisierte Analyse von Emotionen. Dazu ist es bei Twitter so, dass die sozusagen ganz viel experimentieren mit sogenannten sensiblen Inhalten, die dann nicht jedem Nutzer, auf nicht jedem Device angezeigt werden und so. Hier ist halt auch so überhaupt gar keine Transparenz, damit auch überhaupt gar keine Widerspruchsrechte und auch überhaupt keine Erklärungen. Facebook ist eigentlich noch krasser als Twitter und Google. Zuckerberg findet das eigentlich total schwachsinnig, diese ganze Debatte um Fake News und die Richtigstellung. Er glaubt, das bringt alles nicht, dass man irgendwie versucht, Falschnachrichten richtig zu stellen. Was viel cooler wäre, wäre, wenn Inhalte auf einer sozusagen auf einer Meinungsmatrix verortet werden und dem Nutzer im Prinzip gespiegelt wird, wo er politisch steht. Wenn man versucht, das technisch umzusetzen, hat man im Prinzip zwei einfache Möglichkeiten. Entweder man indexiert alle Inhalte, was selbst für Facebook zu schwierig ist, oder man rankt Nachrichten, Quellen und Nutzer. Das ist sozusagen so ein bisschen der Way to go, wo Facebook gerade rumexperimentiert. Was man auf jeden Fall sagen kann, das sind unglaublich viele Experimente gerade. Es gibt auch tausende Fehler. Julia Reda, also die Abgeordnete im Europäischen Parlament von der Piratenpartei, sammelt die ganz gewissentlich. Es gibt tausend Fehler, also wenn irgendwie im Bundestagswahlkampf irgendjemand verkündete, es wurden jetzt gerade wieder 20.000 Fake-Accounts gelöscht oder es wurden ganz viele Bots identifiziert oder so, muss man erstmal sehr, sehr skeptisch sein, weil es bis heute überhaupt keine gute Methode gibt, Fake-Accounts oder Bots automatisiert zu erkennen. Es gibt Berichte, dass YouTube ganz viele Inhalte versehentlich löschte, wo es um Kriegsverbrechen in Syrien ging, wo bestimmte NGOs dieses Material sammelten, um später vor internationalen Gerichten klagen zu können. Das wurde dann alles erstmal gelöscht. Das wurde, weil es sich um das Syrian Archive handelte, jetzt wieder eingestellt. Aber sozusagen das, was versehentlich gelöscht wird, ist auf jeden Fall eine riesige Gefahr bei diesen Filtern. Und was ich, glaube ich, am krassesten fand, war das hier. Das war ein Bericht aus den, ja, also sozusagen aus Amerika, wo nach bestimmten Tweaks, also nach bestimmten Änderungen an den algorithmischen Systemen von Google und Facebook plötzlich zahlreiche Seiten viel, viel weniger Traffic hatten. Zu diesen Seiten zählte halt unter anderem die American Civil Liberties Union, also eine der größten NGOs, die sich in Amerika für digitale Bürgerrechte oder überhaupt für Bürgerrechte einsetzt und halt auch klagen kann. Das Ganze läuft halt so komplett ohne irgendeine Kontrolle und ist aus meiner Sicht unglaublich schwierig. Deshalb denke ich, brauchen wir bei dieser ganzen Bekämpfung von Hate Speech oder Fake News also weder dieses schlechte Netz-DG noch irgendwelche unausgegorenen Formen von automatisierter Content-Regulierung oder irgendwelchen Upload-Filtern, sondern ganz andere Lösungen. Die Frage ist, was? Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Ich denke, man muss sich dieses Problem von einer ganz anderen Seite angucken. Nämlich von der technischen Seite, von der Plattformseite, von der Seite der künstlichen Intelligenz. Aber ich komme auf dieses Problem von Hate Speech und Fake News zurück. Künstliche Intelligenz. Da reden jetzt ganz viele Leute gerade drüber, so Algorithmen und so. Und was da kommt und wie man damit umgeht. Und was ich sagen kann, ist, dass das Ganze auf jeden Fall nicht kommt, sondern schon längst da ist, aber ganz anders als erwartet. Also wir haben im Moment eine... Also wir hatten in den letzten Jahren, muss man sagen, Durchbrüche in einer ganzen Reihe von Analysesystemen, die im Zusammenhang mit weltweiter Vernetzung, mit der massiven Verfügbarkeit von Daten und der exponentiell gewachsenen Rechnerleistung eigentlich das ermöglichten, wovon Menschen seit Jahrzehnten träumten, nämlich haben tatsächlich lernfähige Maschinen. Also wir haben smarte Software, die in Verbindung mit steuerungsfähiger Hardware ganz, aus Daten ganz viel lernt und das Ganze sozusagen in Entscheidungen übersetzen kann, den Menschen ganz, ganz viel Arbeit übernehmen kann. Wir können sehr komplexe Sachverhalte analysieren, wie zum Beispiel die Identität eines Menschen. Wir können sehr komplexe Sachverhalte bewerten, wie zum Beispiel das nationale Sicherheitsniveau. Und wir können auch sehr komplexe Sachverhalte steuern, wie im Bereich von Waffensystemen oder im autonomen Fahren. Das Ganze bringt unglaublich viele Herausforderungen mit sich. Sogenannte algorithmische Entscheidungssysteme, also wenn sozusagen Software bestimmte Entscheidungen trifft, zum Beispiel bei der vorhersagebasierten Polizeiarbeit, war früher
auf Basis von Orten oder Personen. Heute kann man halt das Ganze auch auf Basis von sozialen Netzwerken oder der Echtzeitanalyse von ganz vielen Daten umsetzen. Das bringt unglaublich große Herausforderungen, was die Nachvollziehbarkeit und Kontrolle angeht. Ich weiß nicht genau, ob der Arab Underground hier den Talk von Maya hat. Also es gibt zahlreiche Berichte aus Palästina, wo die Sicherheitsbehörden sozusagen Facebook-Accounts nutzen, um potenzielle Terroristen zu identifizieren. Da kommt dann auch mal aus Versehen ein 14-jähriges Mädchen irgendwie in die Quere, die irgendwie sauer war, weil ihr Freund sie gerade verlassen hat und das irgendwelche komischen Reaktionen ausgelöst hat. Also es ist sozusagen ein sehr schwieriges Thema. Dazu kommt halt, also die meisten Leute denken immer, dass Analyse mit Big Data und Algorithmen irgendwie ganz neutrales, maschinelles Lernen, also Technik ist halt niemals neutral. Auch die größten Rechnerkapazitäten haben einfach ihre Grenzen. Das ist ein Bild aus der Geoforschung, aber da sieht man sozusagen ganz schön die verschiedenen Ebenen von neuronalen Netzwerken. Und in neuronalen Netzwerken können halt Algorithmen beispielsweise in die Breite oder in die Tiefe suchen oder in Kombination beides. Und das ergibt unglaublich unterschiedliche Ergebnisse. Also ob man sozusagen das erste passende Ergebnis von Algorithmen suchen lässt oder das Beste, macht einfach einen ganz großen Wertunterschied. Also was sozusagen technisches Design ist. Um mal auf das Beispiel von Hate Speech zurückzukommen. Wie gesagt, Jigsaw, Google, die trainieren gerade Algorithmen darauf, Hate Speech automatisiert zu erkennen. Wenn man sich das Ganze ganz vereinfacht vorstellt, wenn man 10.000 Kommentare als Hate Speech identifiziert und die dann einer Maschine gibt und sagt, okay, was ist der Zusammenhang zwischen diesen 10.000 Kommentaren? Was lernst du daraus, was Hate Speech ist? Dann ist tatsächlich das Resultat gerade unklar. Was auch noch ein Problem ist, ich muss noch einen Sprung zurück machen, zurück zu den den Toxizitätsfiltern. Also wenn man sozusagen 10.000 Kommentare als Hate Speech identifiziert. Also alle Menschen hoffen, dass durch die Analyse großer Mengen an Daten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Neue Erkenntnisse bringen natürlich eine neue Grundlage für Entscheidungen, die bringen einen Normwandel. Das Ganze läuft gerade einfach sozusagen als Experiment durch. Also hat einfach überhaupt keiner eine Ahnung, was diese Algorithmen entscheiden, und letzte Woche hatten wir im Europäischen Parlament oder beziehungsweise im Rechtsausschuss vom Europäischen Parlament die Entscheidung, Upload-Filter einzusetzen, das heißt Technologien, die das sozusagen automatisiert tun, also es ist sozusagen kreuzgefährlich. Leider Gottes haben halt die meisten Politiker irgendwie tatsächlich keine Ahnung, was sie da genau tun. Die politische Ökonomie und ihre Risiken. Es gab eine Anfrage von meiner Chefin, von Saskia Esken, an die Bundesregierung, welche Algorithmen sie eigentlich einsetzt. Und da stellte sich heraus, dass die Gesichtserkennungssoftware am Berliner Südkreuz, die da getestet wird, dass das Bundesinnenministerium nicht sagen kann, auf Basis von welchen Daten und auf Basis von welchen Algorithmen das überhaupt trainiert wurde und arbeitet. Insgesamt haben wir tatsächlich bei diesem ganzen Thema KI sozusagen die Entwicklung von ganz, ganz vielen Akteuren weltweit. Hier werden Daten gesammelt, da werden Algorithmen trainiert, da werden irgendwelche algorithmischen Entscheidungssysteme gebaut und da wird irgendwas implementiert und kein Mensch hat da irgendwie eine Übersicht, die man halt nutzen könnte für irgendeine sinnvolle Risikoanalyse. So ist die ganze Frage, was hat das mit Hate Speech und Fake News zu tun? Und da muss ich leider Gottes noch einen Schritt weitergehen. Es gibt einen sehr schlauen Wissenschaftler, der heißt Klaus Lenk. Der hat mal versucht, so ein bisschen zu durchdenken, wie eigentlich Algorithmen Gesellschaft steuern können. Also wie man dieses ganze algorithmische Entscheidungssystem und künstliche Intelligenz dazu nutzen kann, den Kontext von Menschen so zu gestalten, dass sie möglichst automatisch das Richtige tun. Das ist so eine Vision, die gab es seit den 40ern, gibt es ganz tolle Filme drüber. Auf jeden Fall ist es wohl im Moment so, dass da verschiedene Sachen zusammenwirken. Da wirken einmal zusammen die sogenannte Personalisierung der informationellen Umgebung von Menschen und Organisationen. Das ist Google, Facebook, Amazon und Co. Also das im Prinzip Maschinen lernen, was ich will und mir dann sagen, was ich wollen soll. Dazu kommt die Profilbildung, also die Erstellung von Profilen über Menschen, über die einzelnen Lebenschancen und Positionen.
Und dann einfach die zwingende Verhaltenssteuerung über Nudging, also über technische Infrastrukturen, die dem Verhalten möglichst wenig Chance lassen. Das gibt es offline, zum Beispiel beim Berliner Weihnachtsmarkt, das gibt es aber auch online, wenn man versucht, im Flugzeug irgendwie sich den richtigen Platz auszusuchen. Das hängt sehr stark von der Finanzkraft ab. Jedenfalls muss man sagen, dass halt im Moment tatsächlich kein Mensch weiß, welche von diesen Systemen in der Entwicklung sind, in der Anwendung sind und möglicherweise interagieren. Das weiß im Moment kein Mensch, ob die sich eigentlich, ob die gesteuert werden oder sich selbst steuern. Was klar ist, dass unglaublich viele Menschen, vor allem die großen sozialen Netzwerke, die großen, sag ich mal, Plattformen, die die Wahrnehmung von manchen steuern, dazu beitragen, dass sich Radikalisierung verschärft, dass sich Konflikte verschärfen. Facebook. Es gibt unglaublich viele... Oh, ach du Scheiße, gut. Ah nee, es geht, es geht. Danke. Ah, sehr gut. Es geht. Aber ich muss mich kürzer fassen. Algorithmen bei Facebook ist immer die Frage, sozusagen, wie stark trägt jetzt eigentlich Facebook zur Radikalisierung bei? Es gibt ganz viele Menschen, die diese Echokammern befürchten. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, es gibt es nicht. Es gibt eine einzige Studie weltweit, die so ein bisschen Licht auf die ganze Frage geworfen hat. Die kommt von Facebook-Mitarbeitern selbst, heißt Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook und besagt, dass bei Facebook im Newsfeed generell zwischen 6-8% der Vielfalt von Inhalten rausgenommen wird und dann nochmal eine Reduktion über das Ranking einsetzt. Das heißt, dass sozusagen bei Facebook stündlich, täglich, wöchentlich bis zu 17% Vielfalt von Inhalten rausgenommen wird. Also ungefähr ein Fünftel. Und zwar nur bei Menschen, die Facebook viel nutzen und sich politisch identifiziert haben. Und jeder, der ein bisschen Statistik kennt, weiß, dass es beim Rest wahrscheinlich noch schlimmer ist. Ich habe mal gesagt, okay, das ist für mich ein Turmbau zu Babel, weil sozusagen Menschen tatsächlich schrittweise wirklich unterschiedliche Weltsichten entwickeln, unterschiedliche Problemwahrnehmungen haben und sich schrittweise radikalisieren. Dazu kommt halt, dass das Ganze natürlich sehr strategisch durch sehr viele Akteure genutzt wird, um halt sehr viel Hass zu verbreiten, dass da die ganze Werbeindustrie drin hängt, die ganze Medienindustrie. Ihr kennt die Skandale um Cambridge Analytica. Und die einzige Währung zu sein scheint Aufmerksamkeit, Klicks und Likes. Die Folien sind durcheinander. Gut, sorry. Ich war ziemlich schockiert, als ich letztes Wochenende versucht habe, ich weiß nicht, ob das jemand von euch mitgekriegt hat, dieses Video, wo so eine US-Reporterin bei CNN zusammengebrochen ist, als sie davon berichten sollte, wie Trump gerade mit den Kindern in den USA umgeht, mit diesen an der Grenze. Hat das jemand gesehen? Also es waren irgendwie, als ich das gesehen habe, waren das irgendwie, keine Ahnung, also hunderttausende Views. Ich habe versucht, dieses Video wiederzufinden, was mich interessiert hat. Und das war das, was ich einen Tag später fand. Also ich fand das Video nicht mehr. Ich fand nur noch sozusagen diese Advertising-Videos, We Ask Kids How Trump Is Doing, und dieses Video war weg. Und ich war wirklich ziemlich schockiert, dass wir sozusagen irgendwie so ein Medienbabel haben, was so anstelle von Information und Kommunikation fast nur noch Konflikt beschert und eigentlich wirklich ablenkt von den realen Problemen. Dieses Medienbabel ist für mich wirklich eine Katastrophe. Dieses Medienbabel ist für mich auf jeden Fall, es gibt genügend Indizien, der Grund dafür, dass wir Brexit hatten, dass wir Trump hatten. Aber ich glaube, es kann noch viel gefährlicher werden, weil wir stehen gerade erst am Anfang von einem Informationskrieg. Wir werden bald automatisierte Waffen haben und wir wissen im Moment nicht, wie wir mit den Angriffen auf kritische Infrastrukturen umgehen sollen. Wir haben das Problem, dass die meisten oder es unglaublich viele Ressourcen, unglaublich viele Fachkräfte in diesem ganzen Medienbabel arbeiten oder in so einer Sicherheitspolitik, die statt Sicherheit zu produzieren, eigentlich eine Überwachung produziert und dazu beiträgt, dass sich alle gegenseitig aufwiegeln. Wir haben im Hintergrund diesen Klimawandel und wachsende soziale Ungleichheiten. Und man kann auch kurz sagen, dieses ganze Hate-Speech-Thema ist für mich mittlerweile mehr so ein Ausdruck von einer
total verängstigten Menschheit, von Angst um die Existenz, Panik vor dem Klimawandel, vor Migration. Und das ist, wenn man sozusagen so ein bisschen sich mit Psychologie beschäftigt, halt völlig klar, dass Menschen, die sozusagen sich in gefühlt gefährlichen Situationen befinden, wie immer gegen bekannte Gegner vorgehen, mit bekannten Strategien. Das sieht man bei den kleinsten Konkurrenzkämpfen, auch hier in den Communities. Das sieht man irgendwie bei einer Frauke Petri in der AfD, aber sieht man halt auch ganz oben. Und ich glaube, das ganze Thema Hate Speech oder es verdeckt sozusagen die eigentlichen Gründe für eine tatsächlich existenzielle Bedrohung durch Digitalisierung und KI, die, glaube ich, daran liegt, dass erstens die meisten technischen Ressourcen, die meisten Fachkräfte halt in diesem ganzen Medienbubble arbeiten und in so einer Sicherheitspolitik statt da, wo wir sie wirklich brauchen, nämlich bei der Gestaltung, Nutzung und Kontrolle von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, dass es ein riesiges Problem ist, dass es tatsächlich eine große Ignoranz gegenüber den realen Risiken gibt für die Menschheit. Und es ist halt im Moment ein Mangel an sauberer Luft, an sauberem Wasser. Da geht es um Ernährung, da geht es um Wärmewohnraum, da geht es um eine handlungsfähige gesellschaftliche Organisation. Und da geht es natürlich auch immer um die Möglichkeit, mit den wichtigen Menschen in Kontakt zu treten, sprich um Internet, um Infrastruktur. Der dritte Punkt ist natürlich, dass die meisten Führungspersonen trotz einer völlig veränderten Sicherheitslage an diesen ganzen alten, blöden Konflikten und Machtspielen festhalten, dass sie aus Angst und Unsicherheit völlig unreflektiert gegen die falschen Gegner vorgehen. Ich denke, Seehofer ist hier gerade das beste Beispiel. Und dass das Ganze durch diese Plattform, die halt ein völlig destruktives Design haben, extrem verstärkt wird. Deshalb muss ich jetzt auch zu den Lösungsansätzen kommen und zur Fusion. Wenn ich sozusagen grundsätzlich über Lösungsansätze im Bereich KI nachdenke, im Bereich Algorithmen, aber es betrifft halt auch Hate Speech und Fake News und weiteren, dann denke ich, dann muss man tatsächlich eine ganz, ganz grundlegende Werteentscheidung treffen. Und zwar die Werteentscheidung, sollen jetzt eigentlich alle überleben oder keiner? Maschinen können das nicht entscheiden. Aber wir brauchen halt die ganzen Ressourcen aus der Sicherheitspolitik in anderen Bereichen. Wir brauchen die einfach zur Eliminierung richtiger Sicherheitsrisiken. Das heißt, wir brauchen eine Optimierung der globalen Produktion und Distribution, die nachhaltig ist. Ich glaube, wenn man die grundlegende Frage beantwortet hat, ob eigentlich alle oder keiner überleben soll, kann man fragen, okay, wie können wir diesen Kram managen? Und ich glaube, da brauchen wir einfach tatsächlich eine Digitalpolitik, die die Würde, Sicherheit und Existenz aller Menschen sichert. Wir brauchen die Frage, wir brauchen sozusagen Antworten auf die Frage, wie algorithmische Entscheidungen, wie künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt und entwickelt werden können, dass sie den Menschen wohltut. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, okay, wie können wir sozusagen die Wirtschaft und das Finanzsystem reformieren. Das Gute an der ganzen Sache ist, die Folien sind total durcheinander, das ist ganz schlecht, es tut mir leid. Aber wir sind ja hier auf der Fusion und ich habe jetzt wahrscheinlich nur noch 3 Minuten. Und es arbeiten eigentlich nicht alle Leute in falschen Bereichen. Also ich glaube, die Fusion ist halt einfach ein unglaublich positives Experiment, wie man es technisch hinkriegt, Zehntausende Menschen so zu organisieren, dass eigentlich im Notfall, sei es Gewitter, sei es irgendeine Bedrohung, relativ schnell evakuiert werden kann. Es sind hier unglaublich viele kleine Gruppen beteiligt, die das so hinkriegen, dass am Ende eigentlich fast alles funktioniert, wo unglaublich wenig passiert. Und die Frage ist natürlich, wie nutzt man Netzwerke, Netzwerkeffekte, sodass am Ende ein gutes Ganzes entsteht, was auch mal korrigiert werden kann. Wir hatten gerade ein Jahr Pause. Bezogen auf digitale Technik, ich glaube, wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend einfach ein wesentlich konstruktiveres Design sozialer Netzwerke. Ich glaube nicht richtig, dass es Sinn macht, die nachzubauen. Ich glaube, dass wir tatsächlich sozusagen Facebook, Google und Co. dazu bringen müssen, dass, wenn Menschen steuerbar sind, dass es konstruktiver eingesetzt wird. Ich meine, wir werden personalisiert gesteuert, das muss man mal anerkennen. Und ich denke, dass diese Netzwerkeffekte einfach positiver genutzt werden müssen. Ich glaube, dass man ganz, ganz viel aus dem Bereich des Gamings lernen kann, um Schritt für Schritt sozusagen wesentlich positivere Anreizsysteme für die Wirtschaftspolitik zu entwickeln.
Und ich glaube, wenn man sozusagen das Nudging nicht als Manipulation und Steuerung begreift, sondern als Möglichkeit, wie kann man durch den kleinsten Eingriff eigentlich erreichen, dass aus einem destruktiven Verhalten Konstruktives wird, das auch eine sehr gute Idee sein kann, wie man große Massen an Menschen besser bewegt. Wir brauchen ganz dringend eine koordinierte Digitalpolitik der Bundesregierung, aber daran arbeite ich. Und jetzt könnte ich noch ganz viel zum Thema Algorithmen erzählen, aber ich glaube, jetzt lasse ich einfach mal Fragen zu, ne? Ich guck Julia, mal ganz wir kurz. Haben 15 ja. Minuten Fragen. Wenn du noch zu den Algorithmen oder zu der KI kommen möchtest, mach das Wollt einfach. Ihr? Nimm dir die Zeit. Also ich mach mal, also ich habe sozusagen, eigentlich sind Algorithmen und KI gerade mein Thema. Ich würde gerne, aber es kommt ein bisschen auf das Publikum an. Wollt ihr Fragesession oder lieber 15 Minuten oder 10 Minuten noch zuhören? Oder 5 Minuten. Machen wir 5 Minuten noch Content und 10 Minuten Fragen vielleicht. Content im Content ist genau das, was wir wollen. Okay. Das Gute ist, über Algorithmen kann ich auch freier sprechen. Ich glaube, alle reden über Ethik von Algorithmen. Ich glaube, es gibt halt wirklich eine Frage, wollen wir überleben oder nicht? Wie managt man das? Wenn man diese Frage positiv beantwortet hat und darüber nachdenkt, wie gehen wir mit diesen Algorithmen, mit dieser künstlichen Intelligenz um, vor dem Hintergrund, dass wir im Moment einfach überhaupt keine Übersicht haben, ist natürlich die erste Frage, wir brauchen eine gesellschaftliche Übersicht, welche Technologien gerade in Entwicklung, welche im Einsatz sind, und zwar sowohl privat wie auch staatlich. Was ist deren Daten- und Trainingsgrundlage, welche Akteure sind da eingebunden, welche Risiken ergeben sich daraus, was müssen wir prüfen, was müssen wir zertifizieren, was müssen wir verbieten, was ist vielleicht auch einfach geil. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele schöne Sachen. Wir brauchen, glaube ich, nicht nur als Gesetzgeber oder ja, wir da im Bundestag und der Bundesregierung irgendwie eine Übersicht. Ich glaube, jeder Mensch braucht eine Übersicht. Es haben jetzt unglaublich viele Leute diese Datenschutzgrundverordnung kritisiert und beschimpft und so. Diese Datenschutzgrundverordnung hat bestimmt ganz, ganz viele Haken, aber gerade im Bereich von Algorithmen und KI ist sie ziemlich interessant, weil sie nämlich den Menschen das Recht gibt, dass sie eine Information dazu bekommen, wenn sie von algorithmischer Entscheidungsfindung, von Profiling erfasst werden. Wie das Ganze funktioniert, welche Logik da drin ist, welche Tragweite das hat und welche Auswirkungen. Da sind auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Also zum Beispiel sagt die Datenschutzgrundverordnung, dass Unternehmen, die Profiling machen müssen, müssen theoretisch Datenschutzfolgeabschätzungen machen. Also sozusagen, die müssen tatsächlich sich Sicherheitskonzepte ausdenken, dass nicht zu viel schief geht. Also diese Datenschutzgrundverordnung ist ein sehr, sehr schöner Anfang. Es gibt ganz viele Leute, die sagen gerade, wir müssen Algorithmen überprüfen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Früher war das sogenannte Algorithmen Auditing eine klassische Teildisziplin der Informatik oder der Mathematik. Da konnte man irgendwie die Datenbasis, die Modellierung, die Entscheidungslogik, die Implementierung, das konnte man alles sozusagen relativ statisch durchprüfen. Heute sieht das Ganze halt ganz anders aus, weil sozusagen in diesen maschinellen Lernprozessen ganz viele Feedbackschleifen drin stecken. Das heißt, man kann eigentlich nur den Input und den Output testen und gucken, wonach hat dieses System entschieden. Wenn man so gucken möchte, wonach dieses System entschieden hat, braucht man halt Zugriff auf die Daten. Und ich kann euch schon sagen, Zugriff auf die Daten ist durch AGBs, durch Urheberrecht und durch IT-Sicherheitsgesetz meistens untersagt. Also auch wenn die ganze Welt halt streitet, ob Facebook jetzt eigentlich schuld an Fake News oder an Trump ist, wir wissen es nicht, weil Facebook die Daten nicht rausrückt. Das Ganze ist sozusagen gar nicht so einfach. Daten sind halt so ein bisschen das A und O bei diesen algorithmische Entscheidungsfindung, künstliche Intelligenz. Die Datenschutzgrundverordnung regelt personenbezogene Daten, deren Nutzung, Erhebung, Verwendung. Was im Moment leider nicht reguliert ist, sind die ganzen Daten, die sich aus dem Kommunikationsverhalten von Menschen geben. Also die Suche in Webseiten, die Verweildauer auf Webseiten, die ganze Kommunikation in Messengern und sowas. Das wäre alles die E-Privacy-Verordnung, die sehr wichtig ist, weil diese Daten den ganzen neueren Formen von Profiling zugrunde liegen. Also die ganzen Versicherungen versuchen zum Beispiel Daten auf Facebook zu analysieren und nicht sozusagen mehr die personenbezogenen. Frau Merkel meinte neulich irgendwie, dass Daten für die Entwicklung künstlicher Intelligenz sowas seien wie Futter für Rinder. Futter für Rinder ist total super. Ich dachte mir dazu, dass es total wichtig ist, dass
halt keine Frösche bei rumkommen, ne? Also sozusagen, man muss halt gucken, man muss halt gewährleisten, dass künstliche Intelligenz auf den richtigen Daten lernt. Dazu brauchen wir halt eine unglaublich gute Regulierung von Datenzugangsrechten, gerade bei den ganzen Devices. Und wir müssen uns halt auch echt einen Kopf machen, wie man die Qualität von Datensets sicherstellt. Das hat eine Verbindung zu Blockchain, die ich aber jetzt mal nicht weiter ausfülle. Das Letzte, bevor ich zum Schluss komme, ist, dass wir tatsächlich gute Mensch-Maschine-Schnittstellen brauchen. Ganz große Aufregung verursachte das Thema Todesalgorithmus. Wenn man ein algorithmisches Entscheidungssystem darüber entscheiden ließe, welcher Krebspatient welche Therapie bekommt oder ob er eine bekommt, da bekamen ganz viele Leute den Schreck, scheiße, sollen jetzt Algorithmen über Leben oder Tod entscheiden. Wenn man so ein System so aufbauen würde, dass so ein System aufzeigen würde, welche Lebensdauer, welche Lebensqualität mit Chemotherapie, einer normalen Therapie, Homöopathie oder keiner Therapie verbunden wäre, dann wäre das, glaube ich, eine ganz andere Sache. Also wenn wir Schnittstellen hätten, die die Varianz von algorithmischen Entscheidungen offenlegt und Interventionen erlaubt, ist das, glaube ich, eine sehr coole Sache. Ich habe jetzt einen weiten Weg gemacht. Von Hate Speech, ich habe mit Hate Speech und Fake News angefangen, der Algorithmen und KI geändert. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir diese Probleme von Hate Speech und Fake News in den Griff bekommen wollen, brauchen wir verdammterweise eine wesentlich bessere Digitalpolitik. Und eine wesentlich bessere Digitalpolitik ist für mich eine Digitalpolitik, es richtet sich für mich an der Sicherheit tatsächlich der Menschen aus, aber halt nicht sozusagen an der Sicherung gegenüber anderen, sondern wirklich an der nachhaltigen Gewährleistung von elementaren Gütern und Dienstleistungen. Ich habe das ganz letzte Woche tatsächlich in der SPD-Positionspapier getan, was veröffentlicht ist. Aber jetzt müssen echt viel, viel mehr Menschen eintreten, dass wir es wirklich brauchen. Weil es sind jetzt sozusagen gerade Wege offen, aber ihr kennt die politische Lage. Was ich jetzt noch zum Abschluss sagen kann, ist, ich habe mir um die Technik den Kopf gemacht, um die ganzen Wirkungsmechanismen, um das, was wir brauchen. Und ich weiß ganz genau, dass was im Kleinen nicht funktioniert und nicht im Großen nicht gut werden kann. Das heißt, die meisten Probleme basieren halt auf völlig fehlgeleiteten wirtschaftspolitischen Entscheidungen, sicherheitspolitischen Entscheidungen und daran, dass immer alle Leute ihre alten Feinde und ihre alten Strategien im Kopf haben. Ich glaube, dass wir tatsächlich ganz, ganz doll umlernen müssen und ganz viele Prämissen tatsächlich überdenken müssen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort als diese verdammte Fusion. Deshalb wünsche ich euch damit total viel Spaß. Ich greife jetzt hier mal einfach ein. Das erstmal dein Applaus. Wir haben noch 4,5 Minuten, dann machen wir 5 draus. Ich bewaffne mich mit dem Mikro. Du nimmst nochmal einen dicken, fetten Schluck aus der Mate-Pulle. Ich gehe ins Publikum und wenn wir Fragen haben, macht euch bitte bemerkbar. Brauche ich gar nicht kommen? Dann brauche ich gar nicht kommen, keine Fragen. Dann machen wir hier einfach Schluss. Doch, da haben wir eine Frage. Du hattest das angesprochen mit der existenziellen Bedrohung. Für mich ist das auch eine sehr wichtige Frage und ich wollte dich bitten, ob du sagen könntest, ob die Debatte irgendwo geführt wird. Ist das also in der Dimension wirklich irgendwo präsent? Ich versuche sie gerade loszutreten. Also sozusagen grundsätzlich... Als in den 80ern, als die Digitalisierung in Deutschland geplant wurde, da haben die Leute sich noch einen Kopf drum gemacht, wie man die Digitalisierung so gestalten kann, dass sie zum Guten verwandt wird. Irgendwie, das war damals das Postministerium, das Bildungsministerium, irgendwie war dann Internet und der ganze Telekommunikationssektor wurde privatisiert, die Wende kam und das ganze Ding ging total verloren. Und dann ging es, glaube ich, eigentlich darum, Digitalisierung, digitale Medien akzeptanzfähig zu machen, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich vermute, dass diese Plattformen dazu auch beitragen, dass diese Zusammenhänge nicht richtig gesehen werden, weil die verstärken halt alles bei jedem, also die verstärken das halt nicht nur bei normalen Nutzern von Facebook oder Google, die verstärken das halt genauso bei Wissenschaftlern. Die einen Wissenschaftler reden irgendwie über Algorithmen, die anderen reden über Big Data und die dritten reden irgendwie über künstliche Intelligenz und keiner redet zusammen. Die Umweltbewegung, die in den 80ern diesen Diskurs führte, hatte damit aufgehört, die nehmen das jetzt gerade wieder auf die Agenda. Allerdings haben die überhaupt noch keine Ahnung von Digitalisierung. Also die wollen zwar Nachhaltigkeit und Suffizienz,
Aber wir haben jetzt noch keine Ahnung, wie, was das zum Beispiel mit Dateneigentumsrechten oder sowas zu tun hat, was eigentlich die Frage ist. Ne? Also wenn du sozusagen gute digitale Technologien haben willst, dir zu beitragen, dass nicht noch mehr Pakete durch die Gegend geschickt werden, sondern die besseren Sachen effizienter und für mehr Menschen und auch sozusagen nachhaltig, dann muss man halt tatsächlich ganz andere Fragen stellen. Ich glaube, die hat gerade keiner auf dem Schirm. Ich gucke, ja, ich brauche gar nicht gucken, da ist schon eine Wortmeldung. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Du hattest so ein bisschen über Algorithmen erzählt. Ich hatte so das Gefühl bekommen, okay, es gibt halt so einen Zensur- oder Verwaschungseffekt auf den großen Medien, egal ob jetzt Facebook, Twitter oder Google. Und meistens ist es halt so Kommunikation, Politik, Sicherheitspolitik. Ich glaube, das ist bei voll vielen Leuten halt gerade auf dem Radar. Wie sieht es denn da so eher aus? Also du hattest das auch nochmal mit der Krebstherapie, Gesundheitssystem, Lebensqualität, Versicherungswesen etc. pp. Ist das da auch irgendwo auf dem Schirm? Weil ich glaube, das ist, hat einen viel größeren Effekt als jetzt, glaube ich, so Facebook. Weil ich für mich weiß halt, okay, Facebook ist halt mehr oder weniger Fake News, ne? Ich weiß jetzt deine Frage noch nicht ganz genau. Also ob das auch bei der Politik sozusagen oder bei den Nerds auf dem Schirm ist, dass es halt neben Facebook halt auch die Versicherung und oder die Gesundheitssysteme gibt, die halt auch mit Big Data spielen und was für einen Einfluss das halt hat. Also ich glaube, die Sache ist halt, dass die gerade über die meisten Daten verfügen, mit denen du künstliche Intelligenz trainieren kannst, sind halt die großen Plattformen, die fünf. Das ist halt das Problem. Da sammeln sich sozusagen die Daten, mit denen du jetzt die Technologien entwickeln kannst. Und da das Ganze, die Weiterentwicklung auf Feedback-Daten basiert, haben die sozusagen extreme Vorsprünge in der Entwicklung, die man auch kaum mehr einzuholen kriegt. Ich glaube, Moritz Hoff hat auch einen ganz interessanten Artikel, dass sozusagen wahrscheinlich irgendwann Facebook und Google und sowas von diesem werbefinanzierten Modell auch umstellen werden. Die gehen ja jetzt schon in Krankenhäuser rein, so, ne? Also der National Health Service in der UK, ich habe mich aber noch nicht ganz genau beschäftigt, ich weiß, dass sie sozusagen die Datenanalyse da schon für andere Zwecke sozusagen einnutzen. Also ich glaube, ja, also da ist halt, also es ist lange nicht der einzige Bereich, aber ich glaube der fetteste, also sozusagen auf jeden Fall diese großen Plattformen, egal was sie bereitstellen und halt diese großen Sicherheitsdienste, Sicherheitsbehörden, ja. Ich glaube, überall anders fehlt es. Also ich glaube, das Fraunhofer Fokus hätte gerade unglaublich gerne gute Nerds, die helfen dabei, sozusagen künstliche Intelligenz tatsächlich gut in der Verwaltung einzusetzen, was auch sinnvoll ist, weil sozusagen in der Verwaltung fehlt es gerade an allen Ecken und Enden. Wenn wir den Lebensstandard in Deutschland halten wollen, müssen wir automatisieren. So, ne? Auch in der Medizin, in Sachsen-Anhalt, da komme ich her, fehlen zig Ärzte, da werden demnächst zig Staatsanwälte fehlen. Das heißt, wir müssen Recht und Medizin ein Stück weit, es muss Standardsachen automatisieren. Ich denke, wenn man das muss, muss man jetzt echt aufpassen, dass man es gut tut und da fehlt halt alles. Ne? Es fängt an bei der Digitalisierung von den Dokumenten, bei der Standardisierung, bei der Technik, bei der Analyse, überall. Es ist ja eine Katastrophe. Julia, Punktlandung. Sind wir durch. Das war Hate Speech und Fake News und nicht nur das, ein Wegweiser von Julia Krüger, @Phänomen auf Twitter. Und das ist dein Applaus hier. Dankeschön. Habt ganz viel Spaß.